Gäste, liebes Publikum, ich begrüße Sie hiermit jetzt zur 10. Silvestergala der Weinviertler Philharmoniker. Leise Wehmut darf Sie heute auch beschleichen. Es ist nämlich möglicherweise heute das letzte Silvesterkonzert der Weinviertler Philharmoniker, das hier stattfinden wird. Ein leises Oh, wäre schon schön, oder? Oh, danke. Sie werden heute bei unserer Abschiedsgala auch ein paar alte Bekannte wiedersehen aus den letzten 10 Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Herrn August, unser Orchesterwart, der mal hier war, oder unser steirischer Manager, der Herr Keschkau. Ich spiele jetzt ein Lied über ein Thema, das wird in Österreich immer aktuell bleiben, nämlich der Alkoholismus. Und das Lied heißt Tschecherantenblues. In der Früh blöden Schädel, ganzen Tag nix, so ist Stickfahrt. Jo, man ist so und bleibt ein Wedel, wenn man nix wie oben lässt. Ob Herz auf, nur die Hälfte, und nun spritzt es, ist der 12. Leider macht euch keine Sorgen, die andere Hälfte ist auch mal wohl. Silvesterkonzert in Erzbrunn. Es waren 10 Jahre voller Höhen und Tiefen. 10 Jahre ist es her, dass der Professor Benz und ich angetreten sind mit dem idealistischen Anspruch, dass ein bisschen Kultur dem Weinviertel gut tun würde. Jetzt, 10 Jahre später, hören wir wieder auf, weil zu viel Weinviertel der Kultur nicht gut tut. Schön gesagt, gell, das ist von mir auch. Ich war in einem riesengroßen Dorf, da gibt's im Fernsehen über 100 TV-Programme. Doch die bestehen leider nur von alle aus und kurzen Filmausschnitten und der brockener Reklame. Alles so unglaublich hässlich, dass die sich nur bemalt auf die Straßen untertrauen. Er sei so müde.
ich gesagt, ja, dann trinken Sie doch einen Kaffee. Hat er wieder gesagt, wenn ich einen Kaffee trinke, dann kann ich nicht schlafen. Dann habe ich gesagt, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja, und das hat er auch nicht verstanden. Also, wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Als Abschiedsgeschenk möchte ich Ihnen heuer, weil es ja vielleicht das letzte Silvesterkonzert ist, den kleinen Abschnitt vorlesen, der in diesem Buch vom Weinviertel handelt. Der Abschnitt ist so klein, weil ich auf meiner Forschung hier wenig Brauchtum leider gefunden habe. Wirklich, Sie waren letztes Jahr sicher nicht dabei, das war erschütternd. Gut, also ich zitiere. Beim Weinviertler habe ich anhand vieler übereinstimmender Interviews einen sehr seltenen Silvesterbrauch gefunden. Das sogenannte Silvesterfernsehen. Hierbei sitzt die ganze Familie im Wohnzimmer und sieht den ganzen Abend fern. Beliebte andere österreichische Bräuche, wie zum Beispiel das Bleigießen, werden im Weinviertel nicht praktiziert. Vielleicht wundern, warum ich jetzt schon wieder da bin, aber der Herr Benz, Kapellmeister, hat mich gefragt, ob ich noch einmal da putzen könnte. Sehr das letzte Mal. Einmal noch ordentlich durchputzen, ne? Schon super. Und ich sagt, ja, mach mal, ist kein Problem. Wurde eigentlich. Eigentlich hätte ich überhaupt keine Zeit gehabt, wissen Sie. Wissen Sie das überhaupt? Hat sich das in der Pampa bei Ihnen da draußen schon herumgesprochen? Dass ich wieder bei den Phyllis engagiert bin? Die Phyllis kennen Sie, oder? Sind die Wiener Philharmoniker? Ne? Ich meine, die sind auch Philharmoniker da. Aber die sind lieb, die sind super. Sind so großgekopfert wie die Bagage da im Musikverein. Ich weiß ja nicht aus auf da. Haben Sie mich gefragt, Herr August, wollen Sie wieder putzen bei uns? So gehören Sie mal.